Bist du beweglich mit deinen Fingern, während du Seitenwechsel machst mit dem Bogen? Hast du das schon raus? Wenn nicht, dann sollte dich dieses Video interessieren. Bleib mal dran. Cello Shorty. Ja, wenn man Cello anfängt, dann bewundert man immer die Spieler, die so eine bewegliche rechte Hand haben. Ich zeige dir mal so eine Stelle. Zum Beispiel könnte das ja so sein. Und so weiter, ne? Wirkt irgendwie sehr mühelos. Und wenn du das dann aber ausprobierst, dann denkst du dir, um Gottes Willen, das ist ja richtig schwierig. Wir müssen heute mal uns über eine wichtige Funktion des Armes unterhalten. Es gibt zwei Dinge. Es gibt Impuls und es gibt Beweglichkeit. Ich kann mich noch gut erinnern, ganz früh, als ich anfing, da hat man mir dann gezeigt, guck mal, wenn du jetzt hier auf der tiefen Seite bist, dann hängen hier die Finger etwas tiefer. Und wenn du dann hochgehst, dann sind die Finger etwas höher. Und dann machst du sowas. Der Arm geht auch ein bisschen hoch und die Finger gehen auch. Und das wird dann so eine Bewegung, die übt man dann. Ja? Meiner Ansicht nach ist dieser Ansatz ein Ansatz, der dich insgesamt ausbremsen wird. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu verstehen, woraus Bewegungsimpulse kommen. Wenn du nämlich mal bei dir hineinspürst und sowas machst, dann wirst du sehen, dass die Finger das eine bestimmte Weile ganz gut mitmachen, aber dass du dann ab einer bestimmten Geschwindigkeit einfach durcheinander kommst. Und da wird es irgendwie anstrengend. Ja? Meiner Ansicht nach ist das nämlich der falsche Gedankengang. Im Grunde genommen ist es nämlich so, dass du bei Seitenwechseln zwar hier wirklich beweglich bist mit den Fingern, dass diese Beweglichkeit aber nicht dadurch kommt, dass du die Finger bewegst, sondern dass sie durch einen Impuls des Armes bewegt werden. Das ist etwas anderes. Lass mal die Finger weg, dann machst du das so. Du streichst die tiefe G-Saite zum Beispiel an und jetzt gehst du in dem Moment, wo du losstreichst, gibst du mit dem Ellenbogen und dem Oberarm einen Impuls hinüber zu gehen auf die A-Saite. Also so. Jetzt bist du blitzschnell drüben, ohne überhaupt was mit den Fingern gemacht zu haben. Siehst du das? Aber das ist der Impuls. So, und dann gehst du wieder zurück, ja? Also Aufstrich auf der tiefen Seite und auf der A-Seite wieder runter, ja? Und wenn du jetzt aufgrund dieses Schwunges des Arms deinen Fingern freien Lauf lässt, dann wirst du sehen, dass die sich in der Tat bewegen. Du bist einfach nach dem Anstreichen der tiefen Saite wieder oben, kümmerst dich mit deinen Fingern darum, dass dass der Bogen schön auf der Saite gestützt ist, ja? Aber mehr auch nicht. Aber der Impuls kam nur aus dem Arm. Ich habe mit den Fingern aktiv überhaupt nichts gemacht, ne? Und darin liegt meiner Ansicht nach der wesentliche Punkt, dass deine Finger eine passive Bewegung vollziehen, während der Impuls von woanders herkommt. Solange du hier aktiv etwas machen willst mit den Fingern, wirst du immer zu langsam und nicht präzise sein. Das ist das, was ich dir heute zeigen wollte. Und das wirst du nicht nur bei Seitenwechsel, sondern an vielen anderen Stellen am Cello auch erleben. Du musst dich damit auseinandersetzen, wo kommen eigentlich deine Bewegungsimpulse her? Dann wird die Sache geschmeidig und elegant. Und übrigens, das Sprüchlein kennst du schon. Von der Pike auf und Stück für Stück sauber aufgebaut wird deine Technik im Intensivkurs Cello. Und den bekommst du im Mitgliederbereich von Bogenbalance. Alles Gute!